mit meiner Nichte, war heute schlecht wieder, war im Hallenbad mit der Leni, die ist 6. Die geht so gern zum Boden, ich nicht. Dann habe ich mir am Parkplatz schon gedacht, wenn ich alle sehe, wie es alle aus dem Auto aussteigen, denke ich mir, yes, also, nein, mit denen muss ich jetzt alle noch lockern. Nein, Apfelteufel. Kriege ich an der Kasse schon den ersten Herpes. Und in der Sammelumkleide von den Damen, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass ich offensichtlich einen ganz bestimmten Moment verpasst haben muss. Und zwar den Moment, wo irgendwann einmal alle Frauen zwischen 15 und 55 gesagt haben müssen, Mensch, was machen wir denn heute? Beim Einkaufen waren wir schon, Kaffee trinken waren wir schon, beim Sport waren wir schon. Weißt du was? Lassen wir uns tätowieren. Alle waren tätowiert, alle, außer ich. Ich war schon für den Neuankömmling im Frauenknast. Und da habe ich noch ein junges Mädel gesehen, die ist vor mir gestanden mit so einem Blutschwamm am Buckel. Und der ist da raufgegangen mit die rechte Schulter bis zur rechten Brust. Ich habe mir gedacht, nein, das arme Dirndl, die ist ja gezeichnet für ihr Leben. Na, Sigi, das ist eine Tätowierung gewesen. Es war ein Viech, ein riesiges Viech, ein Gecko, ein riesiger Gecko. Und da habe ich eine sehr kleine Elefante, die geht mir mit dem Viech sein, nicht so aus. Die hat noch einmal ein Beutel gehabt von ihren Ehemännern, von ihre Verlobten, aber auch von attraktiven Männern. Robbie Williams war viel dabei, Johnny Depp bei den älteren Hansi Hinterseher. Dann haben sie Daten gehabt, die Geburtsdaten von den Kindern, das Hochzeitsdatum, wann das Oktoberfest losgeht, wann die nächste Impfung ist. Viecher, Spinnen, Schlangen, Ratzen, die komplette Parasitenabteilung. Manche waren farbig tätowiert von oben bis unten, die Marsch für eine Brotzeitbrittel auf der Wiesn. Und natürlich chinesische Schriftzeichen, weil das ist so individuell. Es gibt 1,5 Milliarden Chinesen auf der Welt. Wie individuell kann das sein? Sagen wir ehrlich, ein Tätowierer bei uns, der ist ja in der Regel kein Chines, sondern wenn du Pech hast, ein Legastheniker. Du möchtest dir das chinesische Zeichen für Glücksschwein drauf tätowiert haben, er schreibt dir Drecksau hin. Das weißt du doch nicht. Ja, dann geht's ja doch so. Wie meiner Freundin der Hilde. Ja, ich bin eigentlich getroffen mit meiner Freundin Hilde. Der bin ich früher viel weggegangen. Die wilde Hilde hat die früher geheißen. Die hat so kurze Haare, so einen Kurzausschnitt. Und hat sich jetzt ins Knack eintackern lassen auf Chinesisch. Kraft und Weisheit. Also sie glaubt, dass das Kraft und Weisheit heißt. Mir ist das gleich schon so komisch vorgekommen, wie sie mir erzählt hat, wo sie das hat machen lassen. Und zwar in einem reinen Eckhäusl im Keller. Und die Tätowiererin, die hat währenddessen eine Flasche Prosecco gesucht und eine nach der anderen gestappt und immer auf ihren Buckel so draufgeascht. Und die Kellnerin, bei uns sind wir beim Stammchinesen, wo wir immer hingehen, und die Kellnerin, die Antu, die hat auch schon da und sagt, lacht, gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Antu lacht immer, ist schon bei der Tür gegangen, ah, der Frau Grover hat der Afer wieder da, hat auch eine Flasche Weißwein, Kühlgestellten, lacht immer. So ganz liebe, die ist mit dem Deutschen verheiratet, mit dem Herrn Mittermeier, die heißt Antu Mittermeier, so ganz liebe, wirklich war. Und der holt jeden Abend, holt er sich von Arbeit ab, der Herr Mittermeier steht immer da, gell, Gewehr bei Fuß, so ein Becher ist das, so ein beiger Mensch, gibt es so beige Menschen, kennen Sie das? Ich habe ein beiges Hemd, beige Hosen, beige Dreckingsdal, beige Socken, sogar das Gesicht ist beige, bis auf die roten Backerl und die Schweinzeichel, wo es nicht weiß, gibt es von Fressen oder ist ein Gendefekt. Auf alle Fälle holt er sich jeden Abend von der Arbeit ab, das ist ganz lieb. Gell, und ich glaube, weil jetzt so blätterherig, ich glaube, dass die wirklich glücklich sind, die zwei. Ja, er hat ja bisher immer nur mit seiner Katze zusammengelebt. Ganz allein, ja, nicht so, dass er Antu. Und das Geld, was sie verdient, darf sie heimschicken, um ihre Familie zu unterstützen. Und die Antu hat zu mir gesagt, ah, am Anfang mit Herrn Mittermeier war noch Mitleid, jetzt Großlieber. Ja, Herr Mittermeier hat da immer nur gehabt, Katze, böse Katze, was hat da immer gekratzt, jetzt hat er nichts mehr, Katze. Ich hab nie gefragt, was aus der Katze geworden ist, keine Ahnung, das wollte ich gar nicht wissen. Auf alle Fälle bin ich irgendwann aufs Klo gegangen. Bin irgendwann zur Toilette gegangen und hab dann zu Antu gesagt, sag ich, Antu, was ist denn los, warum lachst du heute so? Bitte lass mich auch mal lachen, sagt sie. Es wegen Tattoo von deinem Freund in Hilde. So meinst du, wegen dem Kraft und Weisheit-Ding, sagt sie, heißt das nicht Kraft und Weisheit, zumindest nicht aus Chinesisch. Sag ich, das heißt nicht Kraft und Weisheit, sag ich, was heißt das dann? Heißt der Hure des Diktators. Sag ich, Hure des Diktators, in Gottes Willen. Ich glaube, das läuft so, ganz ehrlich. Das wollte ich aber gar nicht verzeihen. Was wollte ich verzeihen? Dass ich mit meiner Nichte beim Schwimmen war, das wollte ich verzeihen, genau. War ich mit der Leni bei, und die Leni hat dann irgendwann zum Bisseln müssen. Ich habe gesagt, Leni, brunst halt ins Becken ein. Das machen alle Leute. Sieht Pixel mal da mit ihrer sexy Mädchen aufs Klo. Jetzt gehe ich seit 30 Jahren in die Schwimmbad. Ich habe gar nicht gewusst, wo das Klo ist. Jetzt haben wir erst einmal rumsuchen müssen, eine halbe Stunde. Und dann wie immer vom Damenklo riesen Schlange. Und da war ein bisschen lang und vor mir direkt eine Frau angestanden, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so eine ganz korpulente Frau, und das ist oft so ganz lieb, bei so ganz korpulente Leute, die haben gerade bei Frauen, die haben dann oft da im Knack, die haben so ein kleines, so ein Huckerl, so ein Speckbuckerl, wissen Sie, was ich meine? Da oben, so ein Knackschwartel, wissen Sie, was ich meine? Und die hat auf dem Knackschwartel hat die ihr Arsch geweiht, hätte ich jetzt gehabt, das war so eine Sonne.
und ist auseinandergegangen wieder zusammen. Die Leni und ich, wir waren wie paralysiert. Die Leni hat gesagt, Tante Moni, was hat die fette Frau da vorne? Sag ich, psst, aber du hast doch gesagt, schau da vorne die fette Sau. Sag ich, jetzt ist auch mal Leni. Sag ich, es tut mir leid, wirklich, sie ist fünf Erster und Kunst und nicht alles gekriegt. Sie ist alles mitgemerkt. Das ist wirklich einer Knackschwattel, weil ich fühle mich wirklich großartig. Sag ich, da selber so was machen, wenn ich mir trauen darf. Aber andererseits ist es halt kein Problem, gell. Heute kann man ja alles wirklich sein.